Deutschland vor 600 Jahren. Der größte Teil des Landes ist mit Wald bedeckt, eine Naturlandschaft. Die Menschen haben von dieser Welt noch wenig Besitz ergriffen. Sie verfügen nur über einfache Werkzeuge. Dürre und Überschwemmungen, Kälte und Hitze, Tag und Nacht bestimmen den Rhythmus der Natur und prägen das Leben der Menschen. Nur mühsam und unter großer Kraftanstrengung gelingt es den Menschen, wenigstens Teile dieser Naturlandschaft zu kultivieren. Sie roden kleine Inseln, auf denen sie Ackerbau und Viehzucht betreiben. Aus dem Holz der Bäume bauen sie Häuser. Sie zäunen das frisch gerodete Gebiet ein, um es gegen wilde Tiere und Feinde zu schützen. Die Dörfer, die so entstehen, sind der Lebensraum für über 90% der damals lebenden Menschen. Im Dorf wird man geboren, im Dorf stirbt man. Dazwischen liegt ein meist kurzes Leben, das ausgefüllt ist mit harter Arbeit. Die Bauern bilden in ihren Dörfern Genossenschaften, das heißt, sie nutzen Dinge gemeinsam. Dazu gehören der Dorfbach, der Dorfbrunnen und Teile des Waldes, aus dem sie das Brennholz beziehen und in dem sie Schweine mästen. Über die Nutzung dieses Gemeingutes, der Allmende, einigen die Bauern sich in Dorfversammlungen. Daneben hat jeder Bauer auch eigenen Besitz, den er mit seiner Familie bewirtschaftet. Der bäuerliche Hof besteht aus dem Haus, dem Garten und dem Acker. Die bäuerliche Arbeit beginnt bei Sonnenaufgang. Mensch und Tier richten sich nach diesem natürlichen Licht, das Anfang und Ende des Tages bestimmt. Den Mittelpunkt des Hauses bildet die Küche mit dem Herd. Der Herd ist Wärmespender und Kochstelle. Er sichert das Überleben der Familie. Der Herd wird deshalb früh angefeuert und den ganzen Tag über am Glimmen gehalten. Der Rauch des Feuers räuchert das Fleisch, das an der Küchendecke hängt, und konserviert es. Während die Bäuerin Feuer macht, versorgen Knecht und Magd das Vieh. Überall gibt es Schmutz und Gestank. Das ist unvermeidlich, denn eine zentrale Wasserversorgung zum Reinigen der Stallungen und des Viehs gibt es noch nicht. Mäuse und Ratten gehören ganz selbstverständlich mit auf den Hof. Der Mist wird sorgfältig gesammelt. Er gilt als Kostbarkeit, da er der einzige Dünger ist, mit dem die Bauern die kargen Böden fruchtbar machen können. Der Mist ist deshalb auch ein Statussymbol. Je größer der Misthaufen, desto angesehener ist auch der Bauer. Die mittelalterlichen Bauern sind zum größten Teil Selbstversorger. Das, was sie zum Leben brauchen, erwirtschaften sie auf ihren Höfen.
Im Durchschnitt besitzen die Bauern neben Hühnern und Gänsen 4 Kühe, 5 Schweine und 1 bis 2 Pferde als Zugtiere. Zusammen mit den Ernteerträgen reicht das für die Ernährung einer 5- bis 7-köpfigen Familie. Nur reichere Bauern erwirtschaften auch Überschüsse, die auf die städtischen Märkte gelangen. Die bäuerliche Familie ist eine Großfamilie. Zu ihr gehören auch Knechte und Mägde. Auf dem Hof hat der Bauer das Sagen. Er allein vertritt die Familie auch nach außen, gegenüber dem Grundherrn, dem der Grund und Boden gehört und dem die Familie Abgaben und Dienste schuldig ist. Mittelpunkt der bäuerlichen Wirtschaft steht die Feldarbeit. Um gute Ernten zu erzielen, muss man den Boden kräftig umbrechen. Am besten ginge das mit einem Räderpflug, der die Erde beim Pflügen umwirft. Doch den können sich nicht alle Bauern leisten. Viele müssen sich mit einem solchen hölzernen Hakenpflug begnügen, der die Erde lediglich aufritzt. Auf einem Teil des Ackers wird Brotgetreide ausgesät, Dinkel. Einen zweiten Teil benutzt man zum Anbau von Hafer oder Gerste. Einen dritten Teil lässt man brach liegen. Durch diese Dreifelderwirtschaft mit Fruchtwechsel und Brache gelingt es, die Erträge so zu steigern, dass in guten Jahren auch Überschüsse produziert werden. Zwischen Juli und September, je nach Klima, wird das Sommergetreide mit kleinen Handsicheln geschnitten. Da die Ernte aus Sorge vor schlechtem Wetter schnell vonstatten gehen muss, nehmen die Bauern für diese Zeit Tagelöhner in Dienst. Das sind Saisonarbeiter, die von Hof zu Hof ziehen, um sich einen kärglichen Lebensunterhalt zu verdienen. Nach der Ernte sind sie arbeitslos und ziehen bettelnd durchs Land. Nach der Ernte wird das Getreide gedroschen, um die Körner aus den Ähren zu schlagen. Die Arbeit mit dem Dreschflegel ist zeit- und kraftaufwendig. Durch Sieben trennt man dann die Spreu von den Körnern. Ist Getreide das wichtigste Lebensmittel im Mittelalter, so ist Holz der wichtigste Werkstoff. Aus Holz baut man Häuser, fertigt Besteck und Geschirr an, stellt Pflüge und Wasserräder her. Die gefällten Baumstämme werden zum nächsten Bach gezogen und dann zum Sägewerk geflößt. Die Verarbeitung der Stämme zu Balken und vor allem zu Brettern ist außerordentlich schwierig. Durch Wasserkraft betriebene Sägemühlen bedeuten deshalb einen großen Fortschritt. Die Drehbewegung des Wasserrades wird durch eine einfache Mechanik in die Auf- und Abbewegung der Säge umgesetzt.
Handwerker, wie zum Beispiel die Wagner, welche Räder für Fuhrwerke herstellen, fertigen aus dem im Sägewerk vorbearbeiteten Holz die Endprodukte an. Neben der Viehzucht, der Getreideproduktion und der Holzverarbeitung nimmt die Textilherstellung einen wichtigen Platz im bäuerlichen Wirtschaftsleben ein. Dazu wird zum Beispiel Hanf oder Flachs zunächst in Fasern gerissen oder durch Mühlsteine zerquetscht. Auf dem Bauernhof werden die Fasern ausgekämmt, gehechelt. Im nächsten Arbeitsgang werden die Fasern gespindelt und anschließend zu Säcken, Seilen oder auch zu Kleidung weiterverarbeitet. Auf diese Weise versorgt sich die bäuerliche Familie weitgehend selbst mit Kleidungsstücken und ist vom städtischen Markt unabhängig. Ein- oder zweimal im Jahr erscheint auch der Verwalter des Grundherrn auf dem Hof, um die Bauern darauf hinzuweisen, dass sie ihrem Herrn Abgaben und Dienste schuldig sind. Die Bauern erkennen diese Pflicht an, indem sie dem Vogt ein Huhn oder eine Gans überreichen. Diese symbolische Geste ist nötig, weil die Bauern weder lesen noch schreiben können und weil es deshalb keine schriftlichen Verträge gibt. Alle Absprachen erfolgen mündlich und werden durch symbolische Akte beglaubigt. Mündlich überliefert sind auch uralte Heilmethoden zur Behandlung von Wunden oder Brüchen. Die moderne Wissenschaft hat in dieser Welt noch keinen Platz. Stattdessen glaubt man an die heilende Kraft geheimnisvoller Zauberformeln und magischer Zeichen. Eine geheimnisvolle Macht sind für die Bauern auch Jesus Christus und die Jungfrau Maria. Man betet zu ihnen, weil man sich Wunder und Nachlass der Sünden erhofft. Zur Sicherheit betet man aber gleichzeitig auch noch Naturgeister an, weil auch sie Unglück abwenden und Wunder bewirken können. Man betet um Schutz, weil man Angst hat. Angst vor der Nacht, die dem Teufel und den Dämonen gehört. Angst vor Räubern und wilden Tieren. Deshalb zieht man sich bei Einbruch der Dunkelheit in den Schutz der Häuser zurück. Das bäuerliche Leben im Mittelalter wird bestimmt von harter Arbeit und einem Gefühl dauernder Unsicherheit. Das ist ganz selbstverständlich in einer Welt, in der der Mensch die Natur noch nicht beherrscht, sondern ihr das, was er zum Leben braucht, mühevoll abbringen muss.